asozialen Scheiß. Ich brauch euch nicht. Verpisst euch aus meinen Gehirnen, eurer blinden Gewalt. Kommt nicht rein in mein Gehege. Ihr wisst doch schon längst, wovon ich rede. Eure Gewalt, die ihr tut, mir hier hinlegen. Und ihr immer nach größeren Perfektionen streben. Raus aus meinem Verstand. Ihr seid alle krank. Ehrlich mal so nebenbei angesagt, gibt es kaum von euch noch einen, der irgendwas hinterfragt, alles vor die Füße präsentiert, dass keiner mehr von euch für Soziales sich einsetzt und reagiert. Habt ihr es immer noch nicht begriffen, raus aus meinem Verstand, auf euch ist geschissen. Ich brauch kein asoziales und rechtes Streben und Leute, die sich blinden Gruppen und Massen nach oben bewegen, um dann blind nach unten zu treten. Was wollt ihr uns noch geben? Was wollt ihr uns noch geben? Oder auch gefragt, was wollt ihr uns nehmen? Ihr solltet euch schämen, denn eure Art und Weise ging immer schon gegen das Leben, es ging dagegen, dagegen frei zu lieben, seine Rechte sich einzugestehen und sich das zu nehmen, was einem tut, auch zugestehen. Ja, raus aus meinem Verstand, ihr macht mich und alle anderen Menschen hier krank mit eurem kapitalistischen Ansichten. Im Grunde tut ihr alles hier vernichten, bereichert euch an dem Wohl, was allen zugestehen, während irgendwo ein Kind im dreckigen Wasser vergeht. Diese Gewalt gibt ihr mir Tag für Tag, und es kehrt wieder in den Träumen zu mir in der Nacht. Menschen, die sich blind über anderes erheben und treten von oben herab auf anderes Leben. Ich kann euch nicht verstehen. Nein, ich werde mich gegen euch bewegen, denn ich trage das Soziale in mir. Raus aus meinem Hirn, ich prüfe euch raus. Ich suche hier keine Likes, keine Abos und keinen blinden Applaus. Ich suche einfach nur die Leute, die auch Soziales hier verstehen und auch wissen, ich kann zu mir stehen, auch zu dem, was ich hier hab zu bieten. Von denen ich Turin, ja, dazu kann ich wirklich stehen. Wenn ihr es nicht versteht und auch nicht seht, es ist das Leben, das sich um alles dreht, das Leben, das kostbare Geschenk auf Erden, und ihr zertretet es, es liegt schon am Boden in Scherben. Die Menschen werden sich irgendwann vernichten, wenn sie so weitermachen und nicht das Soziale endlich hören. Dass wir als Menschen besser umgehen müssen, mit denen Verantwortung tragen, was wir haben, lieben, anderen lieben, nicht nach Perfektionen zu streben, sondern das Leben auch einfach als Leben zu fühlen, als kostbares Geschenk, als Wert, den es hier gibt, die bunte Vielfalt, die sich nirgendwo anders als hier erstreckt in unserer Galaxie. Vielleicht gibt es auch noch fremde Planeten, auf denen liegen irgendwelche Wesen.
Doch bevor wir diesen hier begegnen, kümmern wir uns doch erstmal um unser Leben. Ja, was wollt ihr noch erstreben? Was wollt ihr uns noch geben oder nehmen? Die Menschheit ist total banal. Und das Menschliche ist scheinbar so vielen egal. Während viele ihre Waffen und Raketen rausholen. Während andere Menschen irgendwo einfach im Dreck verrufen. Ja, macht euch klar. Die Drogen sind die größte Gefahr. Die Vernebung euer Hirn macht abhängig zugleich. Willkommen in mein Hirn, in meinen Reich. Ja, ich werde euch noch Besseres geben, denn ich tu nicht nach Blinden streben.